Hallo, mein Name ist Inga Wingerova. Ich bin Gründerin des Unternehmens Endlich wieder frei. Und heute möchte ich euch eine vedische Prognose geben für das nächste Jahr, für das Jahr 2022, weil ich bin mir sicher, dass fast jeder Mensch sich fragt, wird das nächste Jahr etwas besser, wird das nächste Jahr vielleicht etwas leichter, etwas anders. Und ja, tatsächlich nach dem vedischen Wissen, vor allem nach der vedischen Numerologie, wird das nächste Jahr etwas anders sein als das Jahr 2021. Ich werde in diesem Video bestimmt die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Unterschiede oder die wichtigsten Tendenzen für das neue Jahr aufzeichnen. Wie wir sehen können, die Zahl 2022 hat schon dreimal die Zahl 2 und in der Summe haben wir eine 6. Es geht im Jahre 2022 um das Thema Miteinander, um das Thema Beziehung, um das Thema Harmonie, Liebe. Das Jahr wird unter dem Planeten Venus stehen. Und jetzt zum ersten Punkt, zum Punkt eine Beziehung. Die Menschen, die momentan noch in einer Beziehung leben, die keine klaren Grenzen hat, vielleicht keine klaren Ziele hat, vielleicht eigentlich schon sich ausgelebt hat, also da wo eigentlich nichts mehr ist, man hat nicht wirklich Gefühle zueinander. Eher so, es ist eine Gewohnheit, zusammen zu sein, aber ganz ehrlich, wenn man sagt, ich langweile mich mit meinem Partner und eigentlich würde ich das beenden, habe aber Angst und da gibt es sehr viele Themen und Ursachen, warum man sich nicht trennt. Das neue Jahr lässt das sich nicht einfach so liegen, sagen wir so. Das neue Jahr will eine Klärung, will eine Klarheit. Beziehungen, die eigentlich nicht mehr wirklich funktionieren, die keine richtige, liebevolle Zukunft haben, werden zu Ende gehen. Viele Menschen werden sich im nächsten Jahr trennen, aber das sind die Beziehungen, die Verbindungen, die sowieso keine Zukunft gehabt hätten oder die sich schon voll gelebt, ausgelebt haben. Eigentlich Beziehungen, die schon halbtot, wenn nicht ganz tot sind. Und solche Beziehungen gibt es momentan sehr viele, die nur funktionieren basierend auf Angst. Und das ist ein wichtiger Punkt. Im neuen Jahr, der Planet Venus wird dafür sorgen, dass alle Beziehungen, die nur auf Profit, Vorteil, Gewohnheit, Ausnutzung, Manipulation basieren, diese Beziehungen werden zu Ende gehen oder wenigstens wird das der Anfang vom Ende sein für diese Beziehungen. Die Venus, sie will Beziehungen haben, die auf Liebe, gegenseitige Unterstützung, Begeisterung, Verliebtheit und schöne Gefühle basieren. So, die zweite Tendenz oder so eine Voraussage für das nächste Jahr ist, dass Menschen nach dem ganzen Tralala wegen der modischen Krankheit natürlich viel Negatives erlebt haben. Im nächsten Jahr wollen Menschen mehr Spaß haben, mehr was Schönes, Sinnliches. Also der Planet Venus will das oder der Planet Venus treibt einen Menschen dorthin zu etwas Schönem, zu etwas, was einem Menschen gut tut, zum Beispiel Massagen, Gesichtspflege, Körperpflege, Kosmetik, schöne Dinge. Man wird für sich selber etwas entdecken, was einem gut tut. Und natürlich ist wichtig im nächsten Jahr, und warum nicht jetzt schon damit anfangen zu schauen, was tut mir wirklich gut? Was tut mir persönlich gut? Ist das eine Massage? Ist das vielleicht auch Sport oder alles, was dir gut tut praktisch, wird sich im nächsten Jahr verstärken und wird dir besonders viel Spaß machen. Denn die Venus wird das Ganze unterstützen.
Die dritte Tendenz für das nächste Jahr ist, die Venus unterstützt Menschen mit künstlerischen Begabungen. Das heißt, Menschen, die etwas Schönes erschaffen können, werden neue Ideen bekommen. Es werden neue Formen vom Schmuck entstehen, neue Mode eventuell. Menschen, die etwas kreieren können, werden neue Sachen kreieren, neue Kunstwerke kreieren. Die Venus gibt sehr viel Motivation, Inspiration und neue kreative Ideen. Die Venus, also als Planet, liebt die Schönheit, die Harmonie in der Kunst und so weiter. Und viele Menschen werden im nächsten Jahr neue Talente entdecken. Und viele Menschen werden im nächsten Jahr, und das merkt man schon in diesem Jahr, einen Wunsch verspüren, ein Musikinstrument zu lernen. Und die vierte Tendenz für das nächste Jahr ist, dass Menschen, die sowieso sehr gerne etwas genießen, sei es im körperlichen Bereich oder sei es Genussmittel, werden natürlich noch mehr diese Mittel konsumieren. Menschen, die im körperlich-sinnlichen Bereich gerne sind, werden noch mehr davon haben wollen. Und natürlich Menschen, die gerne trinken, rauchen und so weiter, werden auch diese Suchtprobleme stärker spüren. Das ist allgemein ein Jahr vom Genuss, ein Jahr der Genussmittel auch und ein Jahr auch der Gefahr, dass man süchtig wird. Also aufpassen, Genuss ist super, aber jeder Genuss muss auch eine Grenze haben, ein Ende oder eine Pause wenigstens. Und die fünfte Tendenz ist, dass es wirklich eine neue Zeit kommt. Es werden neue Beziehungen entstehen, Beziehungen, die nicht auf diese Ehe basiert sind, sondern Ehebeziehungen wirklich aus Liebe. Es werden meistens Menschen sein, die innerlich frei sind und die genauso solchen Partner, solche Partnerin suchen. Also es wird nicht mehr eine Beziehung gegründet aus Bedürftigkeit, sondern eine Beziehung aus der Lust heraus, mit einer anderen Person zusammen zu sein. Und die Beziehungen werden viel mehr Freiheit haben, viel mehr Menschen werden ge sich gegenseitig mehr Freiraum lassen und das ist eine ganz andere Qualität, natürlich. Viel mehr Freude in diesen Beziehungen und an diesen Beziehungen. Die nächsten 9 Jahre wird also eine neue Gesellschaft aufgebaut, ein neues Leben, eine neue Struktur. Und das Hauptthema wird nicht mehr dieses ich bin ein Individualist, ich schaffe das alleine, sondern es entstehen Gemeinschaften. Diese Tendenz erkennen wir jetzt schon und Menschen werden immer mehr sich zusammentun und das Gemeinschaftliche wird immer mehr an Kraft gewinnen. Und das ist das Thema Team. Wir sehen, wir haben dreimal die Zahl 2. Es ist Team miteinander. Das ist ein Du. Du und ich, Paare und alles Mögliche. Und auch sehr wichtig noch zu sagen, dass immer mehr Menschen werden eine gewisse Hellsichtigkeit erleben. Das sogenannte dritte Auge wird immer mehr geöffnet. Menschen werden außergewöhnliche Fähigkeiten bei sich entdecken, immer mehr. Und Menschen werden Interesse an einer spirituellen Entwicklung haben. Ich meine, es ist nicht die Esoterik, die sehr, sehr abstrakt ist und eher oft eine Flucht aus der Realität darstellt, sondern Spiritualität im Sinne der Sinn des Lebens oder als einen Halt im Leben, eine Orientierung, etwas Positives, etwas, was dem Menschen eigentlich das Licht gibt. Ein Ziel gibt und auch eine Erklärung, warum man lebt. Auch den Sinn für dieses Leben, ein Sinn für
allgemeine menschliche Existenz. Und ich werde dieses Video auf einer positiven Note beenden. Nächstes Jahr werden viele von euch eure karmischen Seelenpartner treffen. Das heißt, die Menschen, die sich trennen, vielleicht in diesem Jahr schon getrennt oder nächstes Jahr, werden Seelenpartner kennenlernen und eine Liebesbeziehung gründen können. Und das ist sehr positiv, denn diese Beziehungen, wie schon gesagt, werden nicht auf sich auf der Bedürftigkeit aufbauen, sondern auf eine gegenseitige unterstützende Liebe. Also versuch mal nächstes Jahr auch irgendwo hinzugehen, jemanden kennenzulernen. Gib deinem Seelenpartner die Möglichkeit, dich schneller zu finden. Das waren meine vedischen Prognose für das Jahr 2022. Sind nur die wichtigsten Themen. Natürlich gibt es auch andere. Und wir sind natürlich gespannt, was das nächste Jahr uns bringt. Wir werden das sehen. Ich wünsche dir und deiner Familie einen guten Rutsch und ein wunderbares das Jahr 2022. Bis zum nächsten Video von mir, deine Inga.